Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Ypos Kapitalmarktdialog begrüßen. Mai 2019, das erste Drittel des Jahres liegt bereits hinter uns. Wir haben relativ spannende Themen momentan an der Börse und dementsprechend möchten wir die wesentlichen Aspekte nun beleuchten. Sie haben natürlich jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Nutzen Sie hierzu bitte die Möglichkeit, die Ihnen die Technik bietet. Ich werde diese konkret beantworten, wenn es an der Stelle Sinn macht. Ansonsten werden wir die Frage nach hinten verlegen. Aber das Ziel ist es natürlich, alle Fragen im Rahmen der Zeit hier zu beantworten. Im Nachgang werden wir Ihnen noch eine Konserve der heutigen Veranstaltung zukommen lassen, sodass Sie auch die Möglichkeit haben, die für Sie relevanten Stellen noch einmal anzuschauen, respektive vielleicht auch bei interessanten Grafiken und Darstellungen etwas länger zu verweilen. Wir steigen zunächst ein mit einer Marktbeobachtung und auch ein Spiegel für die Anleger, weil aus unserer Perspektive ist das, was wir im vierten Quartal des letzten Jahres gesehen haben und nun in den ersten 4 Monaten dieses Jahres spiegelbildlich für etwas, was wir häufig sehen, eben für die starken Bewegungen an den Kapitalmärkten, die wir eher als Normalität wahrnehmen sollten, aber insbesondere auch ein Spiegel für die Anleger, was das eigene Verhalten betrifft, was in vielen Fällen leider Gottes nicht unbedingt förderlich für die eigene Wertentwicklung im konkreten Portfolio darstellt. Was wir zunächst sehen, ist die Darstellung des Kalenderjahres 2018 für verschiedene Vermögensklassen, beispielsweise in Gelb den S&P 500, also den Leitindex für den US-Aktienmarkt, in Türkis, Blau, hier der Weltaktienmarkt. Und Sie sehen, das Jahr war eigentlich bis zum Ende September relativ unspektakulär. Wir haben einstellige Zuwächse bei den Börsen gesehen. Die US-Börsen waren, wie in vielen Jahren zuvor, dominant. Der globale Aktienmarkt, der ja auch zu rund 60-65% aus nordamerikanischen Aktien besteht, dementsprechend auch stark. Europa in Rot etwas schwächer und die Schwellenländer mit der relativ schwächsten Wertentwicklung. Und dementsprechend, wenn wir uns das anschauen, dann ab eben diesem Zeitpunkt, also auf das vierte Quartal fokussieren, dann sehen wir, dass die Börsen massiv abgetaucht sind. Wenn wir uns das mal klar machen und wir nehmen den maximalen Verlust, wir hatten hier den Anstieg von rund 10% im Verlauf des Jahres, sind dann runtergegangen bis fast minus 10, also sprich vom Hoch zum Tief, der sogenannte Maximum Drawdown lag bei rund 20%, also das ist schon eine ordentliche Größenordnung und das hat die Kapitalmarktteilnehmer natürlich verunsichert. Wenn Sie sich an die Schlagzeilenlage zu dieser Zeit zurückerinnern, dann werden Sie sich daran erinnern, dass es gibt steigende Zinsen in den USA, wir sehen weiterhin einen Handelskonflikt, der nicht gelöst ist, das Thema Brexit, was sich ja dauerhaft auch durch die Landschaft hier vor sich hin quält und die Kapitalmarktteilnehmer haben auf Kennzahlen geschaut und ich habe Ihnen hier mal exemplarisch eine Kennzahl mitgebracht, eben eine Ertragswertkennzahl, das ist der Kurs-Gewinn-Verhältnis, aber eben nicht mit den aktuellen Gewinnen, die man historisch gesehen hat im letzten Reporting-Zeitraum, auch nicht mit den erwarteten Gewinnen, sondern hier über einen langfristigen Zeitraum geglättet, konkret über 10 Jahre die durchschnittlichen Gewinne inflationsbereinigt, das eben sogenannte zyklusgeglättete Kurs-Gewinn-Verhältnis, auch Schiller-KGV, wie es gerne genannt wird. Und was Sie hier sehen, per Ende 2018, wir haben festgestellt, okay, diese Kennzahl ist auf einem sehr hohen Niveau, das waren wir auch schon lange Zeit auch im gesamten Aktienaufschwung, aber Sie wissen, wie es ist, wenn die Schlagzeilen schlecht werden, dann versucht man natürlich auch Kursrückgänge zu rechtfertigen und da findet man in dieser zyklusgeglätteten Kennzahl langfristig immer eine ordentliche Begründung, weil wir im historischen Durchschnitt momentan relativ teuer sind. Sie sehen schon hier, der Durchschnitt seit 1950 hatten wir ein zyklusgeglättetes Kursgewinnverhältnis von ungefähr 19,5. Aktuell waren wir dann bei fast 30, also deutlich teurer und dementsprechend natürlich eine gute Begründung für die fallenden Kurse. Also, das soweit plausibel, auch Substanzwertkennzahlen werden dann gerne gereicht. Man setzt die Bruttowirtschaftsleistung in den Nenner, man stellt die Aktienmarktkapitalisierung in den USA in den Zähler und stellt auch fest, wow, das ist auf einem hohen Niveau und auch andere Substanzwertkennzahlen sind ja schon längere Zeit auf einem überdurchschnittlich hohen Level. Also relativ gute Begründung. Viele Kapitalmarktteilnehmer haben ihre Marktpositionen reduziert. Man hat entsprechend abgebaut. Die Risikomanagementsysteme haben auch im Verlauf des Dezember häufig die Aktienquote auf 5, 6, 7, vielleicht auch 10% reduziert, sind also prozyklisch aus dem Markt herausgegangen. Und das
wollten ja Anleger auch im Laufe des Dezember lesen, dass eben die Manager auf die fallenden Kurse reagieren, indem sie das Marktrisiko reduzieren. Was dann folgte, das ist so ideal, typisch, wie wir es häufig sehen, dass auf sehr schwierige Zeiten folgen eben sehr positive Wertentwicklungen und dementsprechend der Sprung in das aktuelle Kalenderjahr 2019. Der blaue Balken zeigt Ihnen jeweils die Entwicklung auf die letzten 4 Wochen, der graue Balken seit Jahresbeginn und da können Sie schon sehen, der MSCI World in US-Dollar gerechnet, also ohne Währungseffekt aus der Euro-Perspektive, plus 16%. Die Emerging Markets, also die aufstrebenden Schwellenländer mit 10,61% im Plus. Rohstoff auch mit einer ordentlichen Aufwertung. Auch die Bond-Indizes, die Anleihe-Indizes hier mit entsprechenden Aufschlägen. Also, Sie sehen, das ist ein wesentlicher Aspekt. Wir hatten eine sehr starke Kursbewegung nach unten im Q4 2018. Die war durchaus plausibel aufgrund der Schlagzeilenlage. Noch dazu eben auch der Blick auf Kennzahlen, die man dann auch gerne reicht, die so lange ignoriert werden, solange die Kurse steigen. Und schon haben Sie ein Potpourri, was dazu führt, dass Positionen prozyklisch angepasst werden. Und diese Prozyklik führt letztendlich zu einem performance-schädlichen Verhalten, weil eben mit geringeren Volumina an der positiven Wertentwicklung im aktuellen Kalenderjahr 2019 partizipiert wurde. Also das ist ein Effekt, den wir häufig sehen und das ist auch ein Thema, was wir auch häufig den Online-Konferenzen auch ansprechen, eben diese Differenz zwischen der Anlagerendite, beispielsweise eines Fonds, eines ETFs und eben der Anlegerrendite, also sprich eben den Investoren in diesen Finanzanlagen. Und die Investoren sind eben typischerweise darauf geprägt, wenn es eben stark steigt, davon auszugehen, dass es weiter stark steigt. Man erhöht seine Position, sein Risiko prozyklisch und wenn es fällt, dann reduziert man seine Position eben und beruhigt seine Nerven oder nennt das auch Risikomanagement. Aber am Ende des Tages fehlen dann natürlich gewisse Prozentpunkte dazwischen. Und das ist eben diese sogenannte Verhaltenslücke, die Differenz zwischen der reinen Marktrendite oder der Rendite eines Fonds, eines Wertpapiers und der Anlegerrendite hier misst. Also eine sehr erfreuliche Entwicklung und deswegen möchte ich Ihnen an dieser Stelle nur kurz mitgeben. Alles andere würde auch den Rahmen der Online-Konferenz sprengen. Am Ende des Tages muss der Fokus natürlich auf Ihren persönlichen finanziellen Zielen liegen. Die sind typischerweise, das weiß man aus der Verhaltensforschung, schwer zu quantifizieren. Deswegen unser Ansatzpunkt ist immer, gehen Sie von dem aktuellen Vermögen aus, schauen Sie sich das Vermögensbildungspotenzial für die nächsten Jahre an, dann können Sie mathematisch eine Rendite errechnen, können schauen, ist diese plausibel und diese Renditen, die man mathematisch errechnet hat, die kann man abgleichen mit dem aktuellen Kapitalmarktumfeld, Blick auf die Zinsstrukturkurven für die verschiedenen Bonitäten, Blick auf die zyklusgeglätteten Kurs-Gewinn-Verhältnisse als vernünftiger Ertragsindikator für den Aktienmarkt auf Sicht von 10 Jahren. Und dann können Sie das abgleichen mit Ihrer finanziellen Risikobereitschaft, die man auf wissenschaftlich fundierter Basis eben messen kann. Das alles gilt es zu kombinieren mit der bestehenden Vermögensstruktur, mit Ihrem Wertpapierdepot, mit den physischen Edelmetallen, mit den Immobilien, auch mit den nicht verfügbaren und nicht beleihbaren Rentenansprüchen, die Ihren Vermögenswert darstellen, aber eben nicht verfügbar sind und abschließend auch das Humankapital. Das macht eben schon einen Unterschied, ob Sie ein 60-jähriger Beamter sind oder ob Sie sich gerade als 30-jähriger Rechtsanwalt selbstständig gemacht haben. Also der Fokus, der sollte wirklich auf der individuellen Ebene liegen, um eben dieses prozyklische Verhalten, was wir eben auch gesehen haben, was wir auch häufig in den Wertentwicklungen vieler Finanzanlagen sehen, möglichst stark zu reduzieren und hier entsprechend eine Wertentwicklung zu realisieren, die eben sehr nah an dem ist, was auch möglich ist. Deswegen Zwischenfazit, machen wir uns immer klar, die Schlagzeilen werden passend zur Marktentwicklung gemacht. Klar, wenn die Kurse fallen, brauchen Sie negative Schlagzeilen. Deswegen häufiger ist der Zusammenhang nicht, dass die Nachrichten die Kurse erklären, sondern wir suchen nachher Schlagzeilen, die so gesteuert werden, dass sie die Kursentwicklung abbilden. Viele Kennzahlen, die Sie auch sehen, gerade wenn es um diese langfristige Einordnung geht, die sind durchaus sehr plausibel. Die sind vielleicht auch in einigen Fällen verzerrt durch das Niedrigzinsumfeld, aber die sind für die taktische Depotsteuerung, also die Entscheidung, ob Sie heute Ihre Aktienquote nach oben oder nach unten nehmen, nicht sinnvoll, sondern sind eher sinnvoll für sehr langfristige Anlagehorizonte, beispielsweise eben dieses zyklusgeglättete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das Schiller-KGV, sehr guter Nutzen und sehr hoher Nutzen in der Herleitung der strategischen Anlagestrategie auf Sicht von 10 Jahren, um die Auswahl der Vermögensklassen, um die Verteilung der Vermögensklassen zu bestimmen, aber definitiv kein Timing-Indikator für die kurzfristige Strategie. Das Jahr 2019, Sie haben es gesehen, war sehr erfreulich, weil wir haben in den
relevanten Vermögensklassen, seien es Aktien über die verschiedenen Regionen und Investmentstile, sei es auch über die festverzinslichen Wertpapiere, über die verschiedenen Segmente positive Wertentwicklungen gesehen. Und das, wie gesagt, erfreulich. Problem, die Diversifikation wird schwieriger, weil wenn alle Vermögensklassen sich in eine Richtung orientieren und beispielsweise davon abhängen, dass man im Wesentlichen davon ausgeht, dass die US-Geldpolitik keine weiteren Zinssteigerungen sogar, sondern vielleicht eher Zinssenkungen hat, dann muss uns natürlich klar sein, dass wenn sich diese Erwartung der Märkte als überzogen herausstellt, dann, dass dann auch wieder auch ein Rückschlagspotenzial besteht, dass eben auch dann die Vermögensklassen, die jetzt erfreulicherweise zusammen gestiegen sind, eben auch gemeinsam nach unten gehen. Also der Zusammenhang, der sollte uns klar sein. Deswegen immer, wenn Sie in Ihrem Portfolio lediglich grüne Vorzeichen sehen, dann wissen Sie, in Sachen Risikostreuung gibt es ein bisschen Handlungsbedarf. Fokus, wie eben dargestellt, die Priorität muss natürlich die Herleitung der individuellen Anlagestrategie sein, eben aus genau diesen genannten Gründen. Es bringt nichts, wenn Sie die handwerklich beste Anlagestrategie super kosteneffizient umsetzen, aber gleichzeitig beim Risikobudget, was ein Level eingehen, was nicht ihrer persönlichen Mentalität entspricht und dann immer sehr prozyklisch agieren, was auch klar ist, wenn man Kurse im Depot sieht, die Schlagzeilenlage schlecht ist und gleichzeitig Freunde und Bekannte auf der Geburtstagsparty über die Probleme der Welt sprechen, dann ist es natürlich sehr schwierig, hier bei seinem disziplinierten Plan zu bleiben. Deswegen sollte man hier den Fokus legen. Kommen wir zum sehr, sehr wichtigen Thema, was die Geldanlage heutzutage prägt. Notenbanken, Gesellschaft und Zinsen. Warum packe ich hier die Gesellschaft in den Gesamtkontext mit der Geldpolitik und den Zinsen hinein, weil aus unserer Perspektive die gesellschaftliche Komponente sehr, sehr stark über die Politik und die strukturellen Rahmenbedingungen auf die Geldpolitik ausstrahlt, und das möchte ich Ihnen auch kurz erläutern. Zunächst die Erkenntnis, dass der Anlagenotstand im Euroraum weiterhin auf einem extrem hohen Niveau bleibt. Sie sehen hier dargestellt die Kerngrafik aus dem IPOS-Inflationscheck. Das ist eine Darstellung, die wir monatlich immer veröffentlichen, nachdem die offiziellen Inflationsdaten für Deutschland kommuniziert wurden. Man erwartet die Inflation in Deutschland mit 2%, das hier eingezeichnet mit dieser roten horizontalen Linie. Und dann haben wir für verschiedene Vermögensklassen die aktuellen Renditen bereinigt, um die Abgeltungssteuer plus der Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer, haben wir außen vor. Und da sehen Sie schon, deutsche Staatsanleihen rentieren eine fünfjährige Laufzeit im negativen Bereich, selbst 30-jährige Anleihen rentieren deutlich unter 1%, also nicht mal damit wäre die Inflationsrate zu schlagen. Kontoguthaben, typischerweise noch die schwarze Null. Wir sehen immer mehr Kreditinstitute, die angefangen bei den Firmenkunden, dann über die Privatkunden mit größerem Vermögen Strafzinsen einführen, was auch nachvollziehbar ist, wenn Sie selbst bei der Europäischen Zentralbank einen Zins von 0,4% zahlen als Bank, dazu noch Kosten haben für die Einlagensicherung und Ähnliches, dann müssen Sie diese eben irgendwann weiterreichen. Also das ist durchaus nachvollziehbar, auch wenn das Verständnis dann natürlich oft gering ist. Aber wir müssen uns klar machen, das Thema Zinsmarge macht bei Kreditinstituten vielfach 80% des Umsatzes aus. Und Sie können sich vorstellen, wenn diese massiv nach unten geht, dann haben wir hier Probleme auf der betriebswirtschaftlichen Ebene der Kreditinstitute. Unternehmensanleihen, auch das jahrelang eine Butter- und Brotanlage. Und da sehen Sie auch schon, wo die Renditen liegen mit 0,6%. Das ist natürlich sehr schwierig. Staatsanleihen der Eurozone, auch da wird klar, das ist ein Mix. Da sind natürlich auch die Griechen, die Italiener und so weiter mit drin, 0,7. Und selbst wenn Sie Nachranganleihen von Banken momentan erwerben, sind die Einkaufsrenditen bei nur knapp über 1%. Und lediglich mit Hochzinsanleihen haben Sie eine Anfangsrendite, die oberhalb dessen liegt, was wir momentan als Inflationsrate sehen. Und auch hier muss, glaube ich, klar sein, dass wir darüber sprechen müssen, ob die aktuellen Renditen, die wir hier sehen, die effektiven Risiken adäquat vergüten oder ob wir nicht einen brutalen Anlagenotstand haben. Aber ich glaube, die Quintbotschaft, die muss klar sein, mit Cash und Anleihen ist es unmöglich, einen realen Kapitalerhalt darzustellen. Von daher ohne den Aktienmarkt, ohne den Immobilienmarkt wird das typischerweise nicht gehen. Und dementsprechend muss man hier relativ realistisch sein. Gleichzeitig sehen Sie auch abstruse Ausmaße, was Sie hier sehen im Vergleich in Türkisblau, dass die Rendite einer fünfjährigen US-Staatsanleihe Amerika, ja, das immer noch ein wirtschaftliches Powerhouse auf globaler Ebene. Ich glaube, allein Kalifornien ist die siebte oder achtgrößte Volkswirtschaft der Welt, gleichzeitig eine eigene Notenbank, ein einheitliches Finanzsystem,
Und dagegen sehen wir hier Griechenland in dunkelblau, ebenfalls fünfjährige Anleihe, 2,25%. Und Sie sehen schon, Griechenland zahlte weniger für seine Staatsverschuldung als die USA. Und auch wenn wir natürlich über unterschiedliche Währungsräume reden, einmal den sehr niedrig und null verzinsten Euroraum und einmal den höher verzinsten US-amerikanischen Dollar, so ist es doch durchaus beachtenswert, dass hier das Thema Schuldnerbonität derart ausgeblendet wird. Und hier muss man sich natürlich auch die Frage stellen, inwieweit das ökonomisch zu rechtfertigen ist oder ob wir uns nicht hier in einer Welt befinden, in der Eurozone, bei der perspektivisch natürlich sehr, sehr viel im Vertrauen auf die Stabilität und die Einflussmaßnahmen der Europäischen Zentralbank hier im Endeffekt gesetzt wird. Gucken wir uns kurz die Inflation an, die ist jüngst etwas zurückgekommen, auch das sehen Sie jetzt diesmal für die Eurozone. Sie wissen ja, die Geldpolitik der Eurozone wird nicht für Deutschland gemacht, dann wäre der Leitzins tendenziell eher bei 3 bis 3,5% gewesen in den vergangenen Jahren, sondern eben für die gesamte Eurozone. Dementsprechend auch der Blick auf die Gesamt-Euro-Inflationsrate sinnvoll, sie sind in Türkisblau jetzt leicht angestiegen auf 1,7%. Aber wenn wir uns die Kerninflationsrate anschauen, das ist etwas, was die Europäische Zentralbank stärker im Fokus hat, dann lediglich 1,2%. Da spielen auch ein bisschen zyklische und strukturelle Themen mit rein, aber Sie sehen schon, wir liegen da momentan unterhalb der Zielquote der Europäischen Zentralbank von nahe 2%. Also sprich, ein großer Druck, die Geldpolitik hier aufgrund der Inflation anzupassen, der ist nicht vorhanden. Gleichzeitig, auch das ein wichtiger Punkt, schaut natürlich sowohl der Kapitalmarkt als auch die Notenbank über die aktuellen Daten hinaus. Man blickt auf die Erwartungen und insbesondere für die Inflationserwartungen sind das die Erwartungen für 5 Jahre, in 5 Jahren. Und auch hier habe ich Ihnen in Rot dargestellt die Notenbank-Zielquote von 2%. Sie sehen die erwartete Inflationsrate, die man aus Marktpreisen ableitet, hier für die Eurozone dargestellt von 1,4%. Man hat sich ein bisschen erholt, aber Sie sehen schon auch, man ist deutlich von den 2% entfernt. Und wenn Sie sagen, naja gut, kann das so ewig weitergehen mit den unkonventionellen Maßnahmen der Notenbank, das ist ja alles ordnungspolitisch nicht richtig und diese ganze Nullzinspolitik und diese quasi Staatsfinanzierung durch die Hintertür über den Kauf von Anleihen, kann das gut gehen? Auch da habe ich Ihnen eine Grafik mitgebracht, die Ihnen hier die Illusionen nehmen soll, sofern Sie da erwarten, dass wir da eine massive Wende sehen auf Sicht der nächsten Jahre. Sie sehen hier jeweils dargestellt die Aktiva der jeweiligen Notenbank des Währungsraumes, quasi als Indikator ja auch der Interventionen in den Markt, weil dort finden Sie natürlich auch die ganzen Käufe von Vermögenswerten, wie beispielsweise Anleihen. Und das sehen Sie mal dargestellt für die USA in Türkis, für die Eurozone in dunkelblau und für Japan in rot. Und da stellen Sie fest, die USA mit unter 20%, alles soweit im Rahmen. Das Niveau ist da deutlich höher als vor der Finanzkrise, aber überschaubar. Die Eurozone bei rund 40%. Die Notenbankkäufe der Anleihen machen sich hier doch bemerkbar in den letzten Jahren, wie Sie an der ansteigenden Entwicklung hier sehen können. Aber Sie sehen hier oben auch Japan mit rund 100% der Wirtschaftsleistung, die Notenbankbilanzsumme. Und da sehen Sie schon auch, in Japan haben wir weder eine Mega-Inflation, noch ist in Japan das Finanzsystem zusammengebrochen final, noch sehen Sie hier vagabundierende Horden durch die Straßen ziehen. Und was ich hier an der Stelle eben sensibilisieren möchte, dass auch wenn der Zins bei Null ist, das Reservoir der Europäischen Zentralbank ist noch relativ groß im Fall der Fälle. Sie könnten negative Leitzinsen einführen. Das haben wir auch in skandinavischen Ländern schon gesehen. Das haben wir in der Schweiz, also in durchaus etablierten Volkswirtschaften. Wir sehen gleichzeitig, dass die Bilanzsumme noch deutlich ansteigen könnte, ohne dass wir analog Japan von zu großen Verwerfungen automatisch ausgehen müssen. Also von daher, aufgrund der Zentralbankintervention das Ende des Eurolandes zu sehen, glaube ich, verfrüht. Da gibt es, glaube ich, ganz andere Probleme, die politisch und struktureller Natur sind. Deswegen möchte ich auch darauf eingehen, Ordnungspolitik versus Gesellschaftspolitik. Und was Sie hier sehen, ist der sogenannte Elendsindex, der Misery Index. Und das ist nichts anderes als die offiziellen Inflationsrate und Arbeitslosenquoten addiert. Auch das sehen Sie hier für die USA, Deutschland und die Eurozone. Und da sehen Sie insgesamt positiverweise, dass dieser Index zuletzt nach unten gekommen ist. Ich glaube, das war auch sehr wichtig, auch natürlich für die Wahlen, die wir ja im Jahr 2016 in der Eurozone ja auch hatten. Sie wissen, da wurde in einigen großen Ländern entsprechend auch gewählt. Oder 2017, also auf jeden Fall die jüngste Wahl eben. Und die Kernfrage, die ich mir stelle, ist, wenn wir schon in
in wirtschaftlichen Zeiten, die mit Sicherheit natürlich in der gesamten Eurozone deutlich schlechter sind als, als bei uns hier. Wenn wir schon hier sehen, dass das Thema Populismus an steigender Bedeutung gewinnt, dann muss man sich ja die Frage stellen, wie werden die Wahlergebnisse erst aussehen, wenn wir mal steigende Arbeitslosenquoten haben, wie sie im Rahmen einer Rezession zu erwarten wären oder wie sich das Ganze vielleicht auswirkt, wenn wir eine höhere Inflationsrate haben, die eben nachhaltig über den Lohnsteigerungen liegt. Dann wird, glaube ich, die Unzufriedenheit noch steigen. Und dieses Populismus-Thema ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, weil es sich auf die Politik auswirkt, dementsprechend auf wirtschaftspolitische Entscheidungen, weil es auch wiederum die Geldpolitik in verschiedenen Facetten unter Druck bringen kann. Auch das Thema Unabhängigkeit der Notenbanken spielt ja eine große Rolle. Also das ist ein Aspekt, den man durchaus auf dem Schirm halten sollte. Dementsprechend auch hier das nächste Zwischenfazit. Der Blick auf die Daten zeigt keine belastbaren Argumente für eine nachhaltige Zinswende. Die genannten Punkte wie Kerninflation, also die bereinigte Inflationsrate, die langfristige Inflationserwartung, die demografischen Aspekte, denken Sie an die Babyboomer-Generation, die auf Sicht der nächsten 10 Jahre in den Ruhestand geht, die strukturellen Probleme der ungelösten Themen innerhalb der Eurozone, die auch hohen Schuldenstände, denken Sie an Italien, und auch die geopolitischen Aspekte von Brexit über Trump und Co., die haben tendenziell eher in der Tendenz die Möglichkeit, die Zinsen nach unten zu drücken. Aber denken Sie daran, die Notenbank hat noch sehr viele Möglichkeiten und daher warten Sie nicht auf positive Realzinsen. Da sieht es absehbar nicht danach aus. Der Anlagenotstand bleibt sehr, sehr hoch. Und auch das nochmal eben auch so ein bisschen als kleine Warnung. Wir sehen momentan, dass alternative Investments und auch private Märkte wie Private Debt, Peer-to-Peer-Kredite, Private Equity und ähnliches, Kreditfonds, hier als Zinsersatz genutzt werden, nicht nur bei institutionellen Anlegern, sondern auch zunehmend bei vermögenden Privatanlegern. Die werden dann eben über die Private Banking respektive Wealth Management Vertriebskanäle hier entsprechend eben auch platziert. Also da ist meines Erachtens eine gewisse Vorsicht geboten. Da ist ein Enttäuschungspotenzial, weil natürlich dieser Anlagenotstand dazu führt, dass diese Märkte durchaus etwas verzerrt sein können und dementsprechend die Rendite-Risikorelationen unattraktiv sind. Klar, 4-5% Zinscoupon sehen heute optisch gut aus. Die Frage ist, ob der Anleger realisieren kann, welche Risiken da latent drinstecken. Und das Thema offene Immobilienfonds sollte ja damals auch gezeigt haben, dass die Risiko nicht daran messen können, wie die historischen Schwankungsbreiten waren. Die Immobilienfonds ja auch aufgrund der Bewertungssystematik mit rund 50 Jahren positiver Wertentwicklung bei quasi null Schwankungen. Und dann haben wir Abwertungen gesehen, die zwischen 20-50% lagen. Also hier große Vorsicht, der Anlagenotstand bleibt hoch und dementsprechend auch das Potenzial für finanzielle Fehlentscheidungen. Schauen wir kurz auf die globale Konjunktur. Auch das möchte ich nochmal kurz zeigen, um die Relation zu haben, was Sie hier sehen in Türkis, dass die Wirtschaftsleistung von Großbritannien oder auch Little England, wie der ein oder andere mittlerweile charmant formuliert, dagegen die Wirtschaftsleistung in China. Und Sie sehen schon, die Wirtschaft in China ist ja im Faktor 4,8 mal so groß wie die von Großbritannien. Und die chinesische Wirtschaft ist in einigen Jahren so stark gewachsen, wie die Wirtschaft in Großbritannien insgesamt groß ist. Und dementsprechend die Sensibilisierung für die globale Wirtschaft. Brexit ist natürlich ein Thema, weil es eine gesellschaftlich-politische Komponente hat. Aber am Ende des Tages, wenn die Wirtschaftsleistung eben durch den Brexit temporär mal um 5 oder 10% fällt und man einige Jahre braucht, um das wieder aufzubauen, dann ist es natürlich schlimm, aber in der globalen Perspektive macht natürlich die Wirtschaftsleistung in China, das dortige Wachstum, die dortigen Stimuli oder auch die Verfassung des amerikanischen Konsumenten, der 70% der dortigen Wirtschaftsleistung stellt, deutlich mehr für die globale Wirtschaft aus als, wie gesagt, hier dieses sehr fokussierte Thema Brexit. Ansonsten müssen wir sagen, dass die Wirtschaftsdaten sich momentan so ein bisschen im Niemandsland bewegen. Eigentlich viele wirtschaftliche Indikatoren, sei es für Deutschland, sei es im Endeffekt auch für die Welt, haben sich entsprechend eingetrübt. Die Gründe kennen Sie alle, Sie lesen das in den Medien. Dementsprechend hier nochmal ein Index mitgebracht, der die wirtschaftlichen Überraschungen misst, also ein Abgleich der Erwartungen mit den tatsächlichen Daten. Und Sie sehen das hier oben. Die Linien, die zeigen es eben im Zeitablauf seit dem Jahr 2016. Und hier unten sehen wir das nochmal jeweils auf Monatsbasis. Und da sehen wir schon, dass wir eine relativ lange Zeitreihe haben, wo eigentlich die Märkte immer mal wieder enttäuscht wurden. Also sprich, die Erwartungen waren zu hoch, die echten Daten waren tatsächlich schlechter.
Da haben wir so ein bisschen positive Überraschungen gesehen in China, insbesondere auch bedingt durch die Stimuli der Regierung, so ein bisschen der Trick in die alte Werkzeugkiste, der natürlich auch zu Fehlallokationen führen kann. Und dann wird sich zeigen, ob die Chinesen das besser managen können als die westlichen Volkswirtschaften. Die Kreditvergabe an den privaten Sektor in China ja exorbitant hoch, auch höher als beispielsweise damals in Japan und auch deutlich höher als beispielsweise in den USA. Aber wie gesagt, man muss sehen, wie die Wirtschaftsform, die ja in China vorherrscht, das Ganze managen kann. De facto, wenn wir uns das anschauen, dann müssen wir sagen, gewichten Sie die Themen nach Priorität. Nicht dort, wo die Schlagzeilen am lautesten und größten sind, ist der Effekt auf die Vermögensstrukturierung auch in der Größe gegeben. Konjunkturdaten aktuell, das muss man ganz offen sagen, keine vernünftigen Zusatzinformationen. Die Interpretation der Datenlage, die spricht durchaus für eine etwas defensivere Positionierung, aber da diese Datenlage kein Geheimnis ist und alle auf die gleichen Daten hier schauen, und das gilt natürlich auch für die Journalisten, ist das meiste wohl auch eingepreist. Deswegen momentan muss man ganz klar sagen, die etwas defensivere Positionierung scheint gerechtfertigt, aber jetzt sehr extreme Positionierung aufgrund der Konjunkturdaten, aufgrund der OECD-Wachstumsperspektiven und ähnliches, seine Anlagestrategie jetzt massiv nach unten zu fahren, also beispielsweise Risiko massiv zu reduzieren, das scheint momentan auch nicht angezeigt. Ausgewählte Themen, worauf können wir momentan schauen? Und da möchte ich einen Blick insbesondere auf die blaue Linie richten, weil was Sie hier sehen, das sind die Inflationserwartungen. Also man schaut auch hier mit rein, was hat man an Inflationsdaten erwartet und was kam an echten Daten rein. Und dann sehen Sie schon, dass natürlich insbesondere in der Eurozone, da gab es ja mal diese Illusion, wir könnten steigende Zinsen bekommen. Das hat sich jetzt durch die Inflationsdaten, durch den massiven Inflationsverfall in diesem Zeitraum massiv reduziert. Aber ich glaube, interessant ist die blaue Linie, dass eben die USA. Und momentan wird am Kapitalmarkt eingepreist, dass wir keine Zinserhöhung mehr bekommen, sondern eine bis zu 50% Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen gesenkt werden. Und da kann natürlich das Überraschungspotenzial liegen, dass wir aufgrund des robusten Arbeitsmarktes in den USA, auch aufgrund dessen, dass die Produktivität in den USA aktuell wieder am Ansteigen ist, ich glaube, jetzt der größte Anstieg in den vergangenen 6 bis 7 Jahren, was die Produktivität angeht, dass wir doch irgendwann mal wirklich einen Druck auf die Inflationsrate bekommen, und diese steigende Inflationsrate würde ja zum einen noch heißen, hey, die Konjunktur ist relativ robust, was die Binnenkonjunktur betrifft. Auf der anderen Seite würde eine steigende Inflationsrate natürlich auch es ermöglichen, die Zinsen zu erhöhen, und das läuft komplett konträr zu dem, was der Markt momentan einpreist. Deswegen ein so ein bisschen Überraschungsmoment könnte das Thema US-Inflation sein, umso wichtiger da regelmäßig drauf zu schauen. Wie gesagt, die Inflationserwartungen für die USA oder auch diese Überraschungsindizes für die Inflation sind da etwas, auf wie es wir betrachten. Momentan alles im grünen Bereich, auch die Liquidität kein Problem, aber wenn man nach etwas sucht, wo der Markt vielleicht zu, ja, wie soll ich sagen, entspannt sein könnte, dann bei dem Thema Inflation. Ansonsten, klar, der jahrelange Anlagenotstand in den USA, der hat massive Nebenwirkungen. Und was Sie hier sehen, das ist ein Index, hier geht es um Kredite, und vereinfacht gesprochen können ja Kredite darübergehend attraktiver gestaltet werden, dass der Zins niedriger ist. Klar, der reduziert unmittelbar die Zahllast für den Schuldner, aber es gibt natürlich auch Bedingungen in den Krediten. Das sind sogenannte Covenants. Und vereinfacht gesprochen und sehr simplifiziert könnte man sagen, naja, je einfacher und je weniger streng diese Covenants sind, desto besser ist es für den Schuldner und desto schlechter ist es für den Gläubiger. Und wir sehen hier mal die Entwicklung seit dem Jahr 2012, und da sehen Sie, der Anteil der Kredite an diesem Index, der diese Loans, also diese Kredite im Endeffekt hier abbildet, da sehen Sie schon, der Anteil der Kredite mit relativ schuldnerfreundlichen Kreditbedingungen, der ist von rund 30% auf, ja, Sie sehen schon hier, auf etwas über 75, 80% gestiegen. Und das zeigt natürlich schon, dass wir eine Veränderung haben, die natürlich im Falle, dass wir mal eine konjunkturelle Abschwächung bekommen oder steigende Zinsen, was natürlich zu einem steigenden Refinanzierungsbedarf, zu höheren Zinsen führen würde, dann haben wir hier gegebenenfalls eben auch mal Ausfälle, und das ist schon ein sehr, sehr sensibles Thema. Wie gesagt, momentan im aktuellen Wirtschaftsumfeld, in der aktuellen Liquiditätssituation, in der aktuellen Erwartungshaltung an das Thema gleichbleibende oder respektive fallende Zinsen, alles kein Problem. Aber das wird ein Thema werden, was Sie mit Sicherheit in den Schlagzeilen lesen werden, wenn wir sehen, dass
wieder Zinserhöhungstendenzen in den USA diskutiert werden oder wenn wir keine Zinserhöhung bekommen, sondern eine Abschwächung der Konjunktur und sich dementsprechend die Fähigkeit von Unternehmen, ihre Kredite zu tilgen und zu verzinsen, verschlechtern sollte. Also Zwischenfazit auch an dieser Stelle, Fokus auf die steigende Inflationsrate in den USA als wesentlicher Aspekt, wo man drauf schauen könnte, sehen die anhaltende Niedrigzinspolitik nicht nur bei den Zinsen, sondern auch bei den Kreditbedingungen. Deswegen, wenn man hier etwas mitnehmen möchte, dann glaube ich, ist es wichtig, die Kreditrisiken aktiv zurückzufahren. Und das müssen Sie auch tun, wenn Sie Ihre Kreditrisiken in den letzten Jahren nicht prozyklisch erhöht haben, weil auch für Kreditmärkte, für Anleihenmärkte gibt es eben Indizes, also sowas, was der DAX 30 für die 30 Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung in Deutschland ist. Dafür gibt es auch Indizes auf der Anleihenebene, die können Staatsanleihen beinhalten und auch Unternehmensanleihen oder kombinierte Indizes. Aber was wir verstärkt sehen, ist, dass in den letzten 10 Jahren typischerweise sich die Restlaufzeit der Kredite innerhalb oder das Zinsänderungsrisiko auch dieser Kredite innerhalb der Indizes massiv verlängert hat, also die Laufzeit ist länger, die Kreditsensitivität bei einer Verschlechterung der Bonität ist höher, gleichzeitig sind die Renditen niedriger, das heißt, die Position hat sich, obwohl sie gar keine Veränderung in ihrem Wertpapierdepot aktiv vorgenommen haben, hat sich die Rendite-Risiko-Konstellation komplett verändert und auch wenn sie keine Indexfonds beispielsweise investiert haben, sondern aktive Fonds im Depot halten, dann orientieren sich ja diese Fonds durchaus wieder an entsprechend ihren Benchmarks, ihren Vergleichsmaßstäben und wenn in den Vergleichsmaßstäben eben die Risikokennzahlen schlechter werden, was jetzt im Umfeld der niedrigen Renditen durchaus wertentwicklungsfördernd war, dann haben Sie das natürlich mittelbar über diesen Benchmark-Thematik auch in Ihren aktiven Portfolios und das gilt natürlich auch für die Vermögensverwaltung dementsprechend, weil da haben Sie auch entsprechende Benchmarks, also Vergleichsmaßstäbe, also auch hier Benchmarking und Renditedruck, die führen dazu, dass die Kreditrisiken in den letzten Jahren tendenziell gestiegen sind. Dementsprechend, wer seine Position hier konstant halten will, der muss aktiv werden und diese aktiv zurückfahren, sei es durch die Ergänzung von Staatsanleihen, sei es durch die Ergänzung von Cash oder auch Reduzierung der Aktienquote, um aus der kombinierten Risikobetrachtung des Portfolios aus Aktien und Anleihen stabil zu bleiben. Kommen wir noch abschließend zur Portfolio-Konstruktion. Ja, auch das ist ein wichtiger Aspekt. Ein Indikator, auf den wir sehr gern schauen, ist ein Risiko-Aversionsindex. Also sprich, je höher diese Risiko-Aversion, desto skeptischer sind die Marktteilnehmer. Das wird aus sehr sinnvollen Marktdaten abgeleitet. Und Sie sehen schon, die Risiko-Aversion Ende 2018 war sie sehr, sehr hoch. Aktuell ist sie auf einem moderaten Niveau, nicht absolut niedrig, aber relativ moderat. Und Sie sehen schon, das ist durchaus auch ein Indikator, den man natürlich auch nicht zu kurzfristig, aber grundsätzlich schon auch mal betrachten kann, um zu sagen, welches Portfolio-Risiko will ich momentan haben. Und wenn wir momentan sehen, dass viele Vermögensklassen gleichzeitig gestiegen sind, wir haben viele positive Aspekte, die der Markt schon vorweggenommen hat, was Einigung im Handelskonflikt angeht, was keine Zinssteigerung in den USA betrifft, dann kann man hier durchaus argumentieren zu sagen, okay, wenn ich ein Argument suche, mich etwas defensiver zu positionieren, nicht sehr einseitig, aber doch etwas Risiko mit hinauszunehmen, eben auch wie ausgeführt bei den Kreditmärkten, dann ist das meines Erachtens ein sinnvoller Indikator. Das heißt, hier oben muss man sagen, hohe Risikoaversion, da kann man ein bisschen Risiko erhöhen. Hier unten, naja, niedrig bis moderate Risikoaversion, da kann man die Position dementsprechend ein bisschen reduzieren, respektive vielleicht auch konstant halten, aber zumindest innerhalb der Vermögensstruktur breiter diversifizieren. Auch das möchte ich Ihnen mal konkret an einem Portfolio zeigen. Sie wissen, wir bieten auch Strategieportfolios und ich habe jetzt hier mal einen Screenshot genommen der aktuellen Positionierung, weil es das sehr gut beschreibt, was aus meiner Perspektive momentan im Kontext der Portfolio- und Depotstrukturierung sinnvoll ist. Wir schauen zunächst auf die Aktiensektoren und vereinfacht gesprochen können Sie die verschiedenen Aktiensektoren einteilen in die zyklischen Komponenten, in zinssensitive Titel und in die defensiven Vermögensklassen. Und Sie sehen hier, dass die Aktienquote, die hier sehr statisch mit 65% fixiert wird und sich damit auch so ein bisschen an der Methodik des norwegischen Staatsfonds orientiert, mit festen Quoten zu agieren und eben kein Markttiming im Sinne von Risikomanagement zu betreiben. Sie sehen, es ist relativ gut diversifiziert. Hat jetzt keinen großen Ausschlag auch für die eine oder andere Richtung. Und was, glaube ich, auch nochmal wichtig ist, auch immer den Gesamtkontext zu haben. Und dann, das bringt uns zu den Anleihen. Sie sehen es bei den Anleihen hier.
Die durchschnittliche Bonität AAA, also sehr, sehr hoch. Das heißt, keine Kreditrisiken, im Wesentlichen Staatsanleihen bester Bonität. Und Sie sehen es hier an der durchschnittlichen Restlaufzeit, die relativ hoch. Und dafür möchte ich Sie auch ein bisschen sensibilisieren, dass Sie auch mal nicht nur denken innerhalb der Aktienquote, wo Sie nach diesen verschiedenen Aspekten natürlich diversifizieren sollten, über die verschiedenen Sektoren, über die verschiedenen Charakteristika, sondern sich auch klar zu machen, okay, ich kann im Aktienbereich, brauche ich ein bisschen weniger defensive Titel, wenn ich gleichzeitig im Anleihebereich keine großen Kreditrisiken eingehe, noch dazu ein bisschen Schutz eingekauft habe gegen die Rezession, weil ich lange Restlaufzeiten fahre bei den erstklassigen Anleihen, dann hat man ein ganz gut ausgewogenes Portfolio. Und das, wie gesagt, hier mal ein schönes Beispiel, und da schicke ich Ihnen auch nachher nochmal einen Link zu dem Portfolio, weil das, glaube ich, ein Aspekt ist, wo man eben viel lernen kann, weil eben mit festen Quoten agiert wird und keine menschlichen Aspekte hier mit einspielen. Klar, das ist jetzt nichts für die komplette Vermögensstruktur, sondern das etwas für den Teil des Marktes, wo man sagt, okay, da bin ich bereit, 5 Jahre plus zu denken. Ich will die typischen Anlegerfehler vermeiden. Wir möchten nicht prozyklisch agieren. Ich möchte nicht einseitig aufgestellt sein, was die Risikotreiber im Portfolio betrifft, sondern es soll immer ein diversifiziertes Portfolio sein. Beispielsweise in diesem Portfolio sind auch enthalten inflationsgebundene Anleihen. Warum inflationsgebundene Anleihen? Weil sie eben von Staaten begeben werden mit guter Bonität. Also damit kriegen wir die Sicherheit im Rezessionsfall, die wir wollen, mit einer langen Restlaufzeit. Gleichzeitig hat man den Aspekt, dass sollte die Inflation ansteigen, dann verpasst sich diese Verzinsung und der Rückzahlungsbetrag der steigenden Inflation an und dementsprechend so ein kleiner Schutz gegen diese Überraschung, die ich gerade angesprochen habe. Alles in allem, auch im Aktienbereich, Sie können das sehen, sehr, sehr diversifiziert, und wenn Sie das kombinieren mit einer breiten Streuung und mit klaren Regeln, dann haben Sie schon sehr, sehr viel getan, und dann werden Sie es auch langfristig schaffen, deutlich besser zu fahren als die aktiven Ansätze, die wir vielerorts haben. Also ja, das zum Thema Positionierung, was wir für Sie tun. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, unser Ansatz ist ja grundsätzlich, die professionell bei allen finanziellen Fragestellungen zu begleiten, als Ihr Strategieberater. Wir sehen unsere Aufgabe nicht darin, die beste Aktie zu finden oder den interessantesten heißen Tipp. Das wollen wir allen überlassen. Wir kommen aus der strategischen Perspektive, helfen Ihnen, eine sinnvolle Anlagestrategie herzuleiten, diese möglichst kosteneffizient umzusetzen, da auch die bestmögliche Bank zu finden oder auch bei Ihrer bestehenden Hausbank das Ganze umzusetzen. Also sprich, Sie können mit uns zusammenarbeiten und gleichzeitig Kunde Ihrer Bank bleiben. Typischerweise im normalen Private Banking Bereich haben wir dann irgendwo eine Kostenersparnis, die liegt so um die 50%. Ich glaube, auch das in der heutigen Zeit ein wichtiger Aspekt, eben am Thema Kosten zu arbeiten. Wir arbeiten auf Honorar, auch das ein wichtiger Aspekt für die Unabhängigkeit. Und das Thema Gesamtvermögensstrukturanalyse, da habe ich Ihnen ja beim Beispiel der Herleitung der Anlagestrategien einen kleinen Einblick gegeben, wie sowas aussehen kann. Steuerliche und rechtliche Themen, großes Thema. Tendenziell, je komplexer Ihre Familienstruktur oder je höher Ihre Gesamtvermögensbilanz, desto wichtiger sind die steuerlichen und rechtlichen Themen, weil insbesondere Aspekte wie die Erbschafts- und Schenkungssteuer oder auch Fehler bei der Vermögensübertragung, die sind deutlich teurer, weil sie hier die Substanz besteuern, als das ein oder andere Prozent, was sie auf der Ertragssteuerebene liegen lassen. Ja, meine Damen und Herren, grundsätzlich deutschlandweit tätig, die moderne Technik macht es möglich mit individuellen Konferenzen, und dementsprechend sind wir schon am Ende. Ich darf mich bei Ihnen für die Teilnahme bedanken und würde jetzt gerne dann auf Ihre Fragen eingehen. Für die Fragen, grundsätzlich nutzen Sie da die Funktion, die die Software bietet. Grundsätzlich natürlich auch so, ich werde die Frage vorlesen. Also auch hier, das ist jetzt nichts, was jetzt groß geheim ist. Klar, wir können ja nicht auf individuelle Portfoliofragen eingehen. Also wenn Sie sagen, ich habe jetzt gerade die Allianz-Aktie, soll ich die jetzt kaufen oder zukaufen oder soll ich die jetzt verkaufen, das ist natürlich nicht der Rahmen, sondern geht natürlich grundsätzlich um eher strategische Themen, grundsätzliche Fragestellungen der Vermögensstruktur oder auch aktuelle Themen, die Sie momentan bewegen, unabhängig davon, ob wir die jetzt gerade hier in der Online-Konferenz angesprochen haben oder ob die Ihnen allgemein unter den Nägeln brennen. Ja, meine Damen und Herren, soweit dann keine weiteren Fragen sind, das hat sich irgendwie so ein bisschen eingebürgert, dass die mittlerweile alle dann per Mail kommen. Also können wir natürlich auch diesmal gern so halten. Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen haben, dann nutzen Sie natürlich gerne auch die E-Mail-Adresse, die Sie angegeben haben, oder auch gerne meine persönliche E-Mail-Adresse, je nachdem, was Sie zur Hand haben. Ansonsten
Die Konserve werden wir morgen im Nachgang versenden mit der einen oder anderen noch interessanten Information. Und dann darf ich Ihnen allen für die Aufmerksamkeit danken und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.